Hallo zusammen. In diesem Video geht es um die Abschlussprüfung 2016 im Zweierzweig. Es geht um den Nachtermin und die Aufgabe B2. Bei der Aufgabe B2 geht es um ein Prisma und später dann um eine einbeschriebene Pyramide, die ich euch hier auch nochmal mit GeoGebra dann dargestellt habe. Es sind gewisse Angaben da und wie zum Beispiel BC mit 14 cm, AM mit 10 cm und AD mit 6 cm. Und die erste Aufgabe ist, dieses Prisma im Schrägbild zu zeichnen. Dazu beginnt ihr mit dieser Länge AM. Die setzt ihr zunächst an. Anschließend müsst ihr die Seite BC antragen. Dazu wisst ihr, dass BC 14 cm sind. Das heißt, in eurem Schrägbild sind auf jeder Seite im Original von M aus gesehen erstmal 7 cm. Und da ihr das Ganze ja verkürzen müsst um die Hälfte, heißt es in eurem Schrägbild habt ihr hier 3,5 cm an der Strecke und ihr habt hier drüben bei MC auch 3,5 cm. Und anschließend tragt ihr bei allen die Höhe an, das heißt vom Punkt B aus die Höhe nach oben, von C aus die Höhe nach oben und von A aus die Höhe nach oben und damit erhaltet ihr insgesamt das gesamte Prisma. Die nächste Aufgabe hier, die sich bei der 2.1 direkt anschließt, ist eine Längenberechnung. Und zwar die Längenberechnung der Strecke AG, die auch einzuzeichnen war, und außerdem das Maß Phi des Winkels AGM. Das tragen wir hier drüben jetzt gleich mal ein. Und zwar habt ihr dann an dieser Stelle die Strecke AG angetragen, hier drüben. G ist dabei der Mittelpunkt der Strecke EF, liegt also auch senkrecht über M. Und außerdem liegt der Winkel Phi hier oben an der Stelle. Das hier oben ist der Winkel Phi mit AGM. So, zum Ausrechnen, das geht relativ flott. Das könnt ihr euch, denke ich, auch ganz gut selber herleiten. AG hier drüben ist ja eine Seite in diesem rechtwinkligen Dreieck AMG. Und deswegen wird hier der Satz des Pythagoras verwendet. Das hier unten sind die 10, das hier sind die 6, deswegen 10 zum Quadrat plus 6 zum Quadrat und das Ganze unter der Wurzel ergibt meine Streckenlänge AG. Und auch der Winkel Phi ist relativ einfach in genau demselben rechtwinkligen Dreieck. Tangens von 10, also Gegenkathete, zu 6, Ankathete. Und deshalb erhält man den Winkel Phi über den Tangens von 10 zu 6, macht 59. 0,04 Grad. In der nächsten Teilaufgabe geht es dann um eine Ebene, die zur Grundfläche ABC parallel ist. Und diese Ebenen, die schneiden AG in den Punkten PN, BE in den Punkten QN, CF in den Punkten RN und MG in den Punkten N. Es gilt, von G zu N sind es immer x Zentimeter. Und ihr sollt ganz konkret dann zeichnen in das Schrägbild für x gleich 3. Außerdem entstehen durch diese ganzen komischen Punkte hier, die einzuzeichnen sind, dann Pyramiden, nämlich P, Q, R, M. So, diese ganze Angabe ist natürlich enorm, ist ganz schön viel, aber ich versuche euch das jetzt erstmal hier drüben in dem Schrägbild nochmal kurz ein bisschen zu erläutern. Also, was ihr einzeichnen solltet, waren dann Ebenen. So müsst ihr euch das vorstellen, die parallel zu ABC liegen. Das heißt, wenn ich mir das noch ein bisschen angucke hier an der Stelle, dann sind es eigentlich nur solche Ebenen, die parallel nach oben verschoben werden. Und die sehen insgesamt dann so aus. Das heißt, ihr könnt euch vorstellen, wenn ich diesen Punkt N hier wandern lasse auf dieser Strecke GM, dann verändert sich auch immer diese Ebene, die parallel zu ABC liegt und schneidet immer an anderen Stellen. Und diese Punkte waren Q, R und P, die jeweils diese einzelnen Strecken hier schneiden und somit ergibt sich hier immer ein Dreieck. Dieses Dreieck hier aus Q und R und P, das ergibt immer meine Grundfläche einer Pyramide, die hier reingelegt wurde. Diese Pyramide liegt sozusagen oder steht auf dem Kopf, denn ihre Spitze ist hier unten bei M. Also diese Pyramide könnt ihr euch, denke ich, jetzt ganz gut vorstellen. Wenn ich das nochmal anschaut hier. Ja, ich denke, es ist jetzt ganz gut zu erkennen, wenn da mal ein bisschen Farbe im Spiel ist und man sich das von verschiedenen Seiten anschauen kann, wie diese Pyramide aussieht. So, und jetzt gehen wir wieder ganz konkret hier rüber in das Schrägbild. Denn ihr solltet ja
dann eine ganz konkrete Pyramide einzeichnen, und zwar die Pyramide, wenn ihr hier von G zu N1, wenn ihr hier 3 cm antragt. Das heißt, in eurem Schrägbild nehmt ihr auch hier 3 cm, tragt die an und dann positioniert ihr hier die Punkte da, wo sie hingehören. Nämlich hier an der Stelle, das ist der erste Punkt, den ihr eindeutig zeichnen könnt. Und dann geht ihr auch von hier, weil es ja immer parallel sein muss, hier 3 cm nach unten, dann findet ihr R1. Von E aus geht ihr 3 cm, dann findet ihr Q1. Und dann, wie komme ich auf P1? Indem ich von N hier rüber gehe. Und wichtig, diese Strecke NP ist parallel zu AM. Und somit findet ihr insgesamt diese 1, 2, 3 Punkte, den vierten hier vorne, das ist euer Ansatzpunkt, und M ist ja sowieso schon gegeben. Und damit habt ihr hier insgesamt die Pyramide. Das wäre die Aufgabe 2.2. Bei der Aufgabe 2.3 geht es dann damit weiter, dass das Volumen der Pyramiden in Abhängigkeit von x aufgestellt werden soll. Es ist auch wieder ein Teilergebnis angegeben, also wenn ihr P, N nicht ausrechnen könnt, dieses Teilergebnis bitte verwenden. Jetzt schauen wir uns wieder genau an, wie es funktioniert. Dazu habe ich euch das Ganze schon mal ein bisschen zurechtgezogen. Und jetzt die Grundfläche. Also, ich habe euch mal genauer aufgezeigt, wie hier dieser Ansatz aufgeteilt wurde. Das ist die Formel für die Pyramide mit 1 Drittel mal Grundfläche. Und die Grundfläche ist hier mein Dreieck von P zu Q, von Q zu R und von P zu R. Also, das hier ist meine Grundfläche. Und dann habe ich meine Höhe noch eingetragen und die Höhe der Pyramide ist diese hier. Gut, wie komme ich jetzt aber auf die einzelnen Teilstrecken? Das ist noch nicht alles gegeben, deswegen muss ich noch ein bisschen was berechnen. Bei der Aufgabe oder Teilaufgabe mit diesem Teilergebnis Pn, da wurde der Vierstreckensatz verwendet. Also wenn ihr euch das hier mal anschaut, Pn, das ist diese Teilstrecke hier, zur Strecke AM, das sind die 10 cm, verhält sich genauso wie x, das ist das hier, zu 6 cm, und das ist dann jetzt die gesamte Strecke hier. Also diese ganz typische und klassische Vierstreckensatzzeichnung. Dann wurde das Ganze noch umgeformt, dieser Ansatz, mit mal 10 cm, und wenn man das Ganze dann rüberbringt auf die andere Seite und ausrechnet, erhalte ich hier mein Pn in Abhängigkeit von x mit 1,67x Zentimetern. So, und dann wurde alles andere eingesetzt. Und eine Sache müssen wir vielleicht noch ganz kurz klären. Und zwar ist das die Höhe in dieser Pyramide, die hier. Denn die findet ihr hier. Das ist meine Höhe in der Pyramide, diese Strecke n zu m. Und die finde ich, indem ich von 6 Zentimetern eben meine x-Zentimeter abziehe. Deswegen ist diese Teilstrecke 6 minus x. Das Ganze eingesetzt und vereinfacht ergibt dann hier unten insgesamt den Volumenterm, so wie er angegeben ist. Die nächste Teilaufgabe ist dann die Berechnung des maximalen Volumens der Pyramide. Denn dieses Volumen braucht man, weil man bestimmen soll, um wie viel Prozent das Volumen dieser maximalen Pyramide kleiner ist als das Volumen des ursprünglichen Prismas außenrum. So, das heißt, wir brauchen hier zwei Ergebnisse. Wir brauchen das Volumen der Pyramide, und zwar das maximale, und wir brauchen das Prisma drumherum. So, ich habe für euch den ersten Schritt schon mal vorbereitet an der Stelle, denn ihr berechnet das maximale Volumen der Pyramide über den Volumenterm und gebt den in euren Taschenrechner ein, in den Modus EQN, die Nummer 3, also die quadratische Gleichung, gebt die Koeffizienten richtig ein, und dann, wenn ihr ein paar Mal mit dem Cursor nach unten klickt, dann kriegt ihr hier unten die 35,04. Das ist euer ausgegebenes Y, Value Maximum. Ja, also das sind diese 35,04, die bei euch im Taschenrechner dann ausgegeben werden. Und dann braucht ihr noch das andere Zwischenergebnis, nämlich das Volumen des Prismas. Das ist 1,5 mal 14 mal 10, also das ist auch wieder hier die Grundfläche, also das Dreieck ABC mit 14, das ist die Seite BC als Grundlinie,
AM sind die 10 cm hier und die 6 cm sind die Höhe des Prismas. Das ergibt hier drüben die 420 Kubikzentimeter. So, und dieser Ansatz für die Prozentrechnung, ich weiß, ihr mögt Prozentrechnung, sind 420 minus 35,04. Das kommt daher, da man ja wissen möchte, um wie viel Prozent es kleiner ist. Das heißt, ich brauche die Differenz zwischen 420 und 35,04. Das ins Verhältnis gesetzt zu meinem Grundwert, zu meinen 420, ergibt diese 0,9166 als Dezimalzahl ausgedrückt. Und davon lässt sich mein Prozentsatz ablesen, nämlich 91,66%. So, und die Aufgabe 2.5, die blende ich euch jetzt gar nicht nochmal ein, die erkläre ich euch ganz kurz. Es ging darum, Volumen zu finden, eine Pyramide zu finden, die das Volumen von 7,5 Kubikzentimeter hat. Und das ist der Ansatz, den kennt ihr schon, das ist immer der gleiche. Wenn ich so einen Volumenterm habe, und das ist der Term von hier oben, den man vorher ausgerechnet hat, dann setze ich den immer gleich meiner Volumenangabe, die rauskommen soll. Ja, und der Weg, der hier zwischendrin wieder fehlt, ist, das Ganze erstmal umzuformen mit minus 7,5 auf 0 ist gleich minus 3,90x² plus 23,38x und minus 7,5. So, und jetzt kommt an der Stelle dann genau der Weg, den ihr oben auch schon mal gemacht habt. Das heißt, an der Stelle kommt dieser Weg hier. Dann gebt ihr das Ganze auch wieder in den Taschenrechner ein. Und diesmal braucht ihr nicht irgendwie das Maximum oder Minimum, sondern diesmal braucht ihr die Werte x1, x2. Von der Reihenfolge her weiß ich es jetzt nicht genau, aber es würde euch dann einer würde euch als x1 und einer würde euch als x2 ausgegeben werden. Und packt das Ganze bitte auch in eine Lösungsmenge. Und das wäre schon die Aufgabe 2.5. So, und dann kommen wir zur letzten Teilaufgabe, zur 2.6. Da geht es um die Strecken PNM in Abhängigkeit von x. Diese Länge wäre auch angegeben, dass man die nächsten Teilaufgaben bearbeiten kann. Außerdem geht es um die minimale Länge einer Strecke, und zwar P4M, und die ist auch einzuzeichnen. Ganz kurz hier oben nochmal an dem Schrägbild, damit ihr seht, wenn ich den Punkt N hier bewege, dann bleibt eine Eigenschaft immer erhalten, und zwar ist es der rechte Winkel hier. Der rechte Winkel zwischen PN und NM. Und darüber läuft die Aufgabe, denn es wird diese Seite PM, um die es geht, die liegt hier in diesem rechtwinkligen Dreieck, und damit wird der Pythagoras aufgestellt. Und zwar der Pythagoras von der Teilstrecke hier mit 1,67x, das ist die Teilstrecke hier PN. Und diese Teilstrecke hier mit 6 minus x, das ist die Teilstrecke hier. Das Ganze habe ich euch jetzt nochmal ein bisschen ausführlicher hier drüben dargestellt. Da fehlt ein Zwischenschritt meiner Meinung nach, den könnte man schon noch hinschreiben. 1,67 zum Quadrat und x zum Quadrat, das ist der Teil hier. Und hier ganz wichtig, binomische Formel. 6 minus x zum Quadrat, aufgelöst als binomische Formel, ergibt diesen Teil. Vereinfacht bekommt man die Streckenlänge raus, so wie sie auch dann als Teilergebnis angegeben war. Die Strecke einzuzeichnen dürfte hoffentlich kein Problem sein. Denn ihr wisst, eine minimale Strecke, wenn ich eine minimale Länge einer Strecke habe, dann kriege ich das immer über das Lot. Das heißt, ich muss hier einen rechten Winkel suchen, lege das rechtwinklig an, habe P4 gefunden und habe dann hier MP4 als Strecke und könnt die einzeichnen. Jetzt eine kleine Besonderheit, was diese Streckenlänge angeht, wenn ihr die berechnen wollt. Ihr verwendet für euren Taschenrechner dann diesmal nur diesen Term hier unten. Ihr lasst also, um den Taschenrechner ansetzen zu können, die Wurzel erstmal weg, gebt es wieder ganz normal in das Menü ein und kriegt dann hier ein y-min heraus, und zwar von 26,50 gerundet. Und das ist aber noch nicht eure Streckenlänge, denn ihr kriegt ja hiermit mit den 26,50 nur den Term unter der Wurzel raus. Das heißt, ihr müsst die 26,50 noch unter die Wurzel ziehen. Und das ergibt dann meine minimale Streckenlänge P4M. So, ich hoffe, ich konnte euch insgesamt die Aufgabe B2 näher bringen. Und das war's.